Hallo und willkommen zu Let's Play Tomb Raider Angel of Darkness. Ich musste mich entschuldigen. Ich wusste nicht, dass dieser Endgegner so einfach ist. Ich habe ihn zum ersten Mal. Ich konnte ihn auch beim ersten Durchspielen nicht besiegen, weil ich ganz einfach, weil ich naja. Spielt ihr mal ein Ruckel-Game? Also ein Spiel, das ruckelt durch. Extrem ruckelt. Dann reden wir weiter. So war das bei mir. Beziehungsweise Bossgegner, es gibt noch. Naja, könnt ihr euch denken. Was zur Hölle? Hölle passt nicht ganz. Uhu. Das ist grau. Okay. Ist das gut oder schlecht? Was auch immer. Ist es hoffentlich gut? Naja, naja, naja. Wer hat eigentlich zuletzt gefragt? Ah, nee. Ist mich falsch wieder verkehrt. Ach. Jetzt habe ich wieder Kraft in den Beinen. Vielleicht schaffe ich den Sprung. Ups. Nee, nee. Wo habe ich gespeichert? Ach. Wisst ihr was? Davor speichere ich. Also bei dem nächsten Hebel. Ach. Spul 30 Sekunden vor. Cut. So, da bin ich wieder. Naja, 30 Sekunden sind noch nicht vorbei von dem Sinne. Und Cut. 30 Sekunden sind vorbei. Und wir kommen zurück. Jetzt habe ich Kraft in den Beinen. Vielleicht schaffe ich den Sprung. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß ja nie. Um ehrlich zu sein, ist das sehr schwer. Ach ja, ich kann mich noch gut erinnern. Wie ich zum ersten Mal runtergefallen bin. Naja, daran kann ich mich nicht erinnern, aber der Raum ist negativ in meiner Erinnerung. Also heißt das Gutes. Wie viel Leben haben wir eigentlich mit Lava eingesammelt? Ach, das müsste reichen bis zum Endgegner. Knapp reichen für den Endgegner. Wenn wir einen bestimmten Trick machen, nämlich den Speicher-Ladetrick, den glaube ich, der nur auf PC funktioniert wahrscheinlich, können wir das ja machen. Leider war die Brücke kaputt. Es tut uns leid. Ja. Wo habe ich gespeichert? Egal, wir machen ein Sicherheitsspeicherprogramm. Und laden das nochmal. Ich müsste nicht wissen, warum. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg wieder zurückzuholen. Und hoch da. Was ich im Moment so spiele, fragt ihr. Oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Uninteressant, was ich spiele. Aber ich sage es trotzdem, um euch zu unterhalten. Vorstory, klopfen. Mal wieder welche an. Also Vorstory, Online-Game. Kann man sich kostenlos downloaden, nur so neu. Und
Das hier. Also mit euch, ne? Und Prince of Persia. Und ab und zu mal wieder San Andreas. Ich hasse dieses Game. Ich spiele es aber trotzdem. Weil die Banden klar, egal, müsst nicht wissen. So, reden wir weiter über Tomb Raider. Wahrscheinlich haben es manche vergessen, aber das Game hat neue Fixtures, zum Beispiel Stacheln sind sehr gefährlich. Das passt jetzt nicht zu dem, was ich getan habe. Alter, ich speichere. So, einfach geht das hier. Sobald ich den Hebel umgelegt habe, speichern wir. Und Tür auf. Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was das gebracht hat. Okay, jetzt weiß ich's wieder. Mein Gott. Abgekühlt. Mach die Tür auf. Hallo? Hallo? Eckarts Labor, wir sind schon hier. Brillant, brillant, brillant. Brillant. Auf so Nerv. Brillant, brillante Technik. Habe ich Leben verloren? Ich habe mich immer gefragt, warum die Steuerung hier so schwer sein soll, aber egal. Hol doch eher die Bugs. Egal. Naja, hier ist das Beschluss. Euer Jones 1.0. Spiele ich selbst. Au revoir.